froide. Mitten im Kalten Krieg est devenu pour les États-Unis un ambassadeur culturel idéal. Ses tournées mondiales étaient souvent financées par le département d'État. In Afrika wurde Armstrong als Halbgott verehrt. Er dachte, dass seine Vorfahren wohl aus Ghana stammten und dort versklavt wurden. Als er 1956 dieses Land besuchte, empfingen und feierten ihn die Stammeshäuptlinge als einen der ihren. Die Europäer erkannten als erste das